Schönen guten Tag aus Deutschland. Natürlich wollte ich dieses Video auf der russischen Sprache machen lassen, aber leider seit 2005 habe ich die russische Sprache nicht mehr geübt. Deswegen, mir ist einfacher, dieses Video auf der deutschen Sprache zu machen. Mein Name ist Ahmad aus Syrien. Ich habe die Humanmedizin an der Universität oder an der städtischen Universität Gomel mit ausgezeichneten Punktzahl im 2005 absolviert. Zwischen 2007 und 2012 habe ich meine Facharztausbildung im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe in der städtischen Krankenhaus in Aleppo absolviert. Seit 2017 bin ich in Deutschland und Gott sei Dank arbeite ich hier in meinem Bereich in der Gynäkologie und Geburtshilfe in einem großen Klinik. Also ich vermisse sehr, sehr, sehr die Zeit, die ich in Gomel verbracht habe. Das war also die schönste Zeit meines Lebens. Ich wollte immer zu euch oder nach Gomel zu kommen und euch wieder zu sehen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich die Humanmedizin, also an der städtischen Universität Gomel, absolviert habe. Und durch dieses Video begrüße ich alle Kollegen, die mir während meines Studiums geholfen haben. Und am Ende dieses Videos gratuliere ich allen Professoren, Studenten, Mitarbeitern, die bis jetzt an der städtischen Universität Gomel arbeiten. Und noch einmal gratuliere ich euch zum 30. Geburtstag der Universität Gomel und nochmal einen schönen Tag aus Deutschland.